Breaking News! Spider-Man fliegt aus dem MCU! Oder etwa doch nicht? Genau darum und warum ich euch sage, dass ihr erstmal kurz chillen solltet und nicht alles sofort als Gesetz nehmen solltet, geht es in dieser kleinen Exklusivfolge Nerd Factory heute. Herzlich willkommen! IGN, Filmstarts, Moviepilot. Egal auf welcher Film-News-Seite man sich heute befindet, man liest immer das Gleiche. Spider-Man fliegt aus dem MCU. Und klar, klasse Titel, zieht Leute an. Was meint ihr, warum ich das Video hier gerade mache? Ha! Aber da steckt mehr dahinter als ein simples Ciao für den Spandex-Spinner. Und ich sage euch, es bedeutet gar nichts. Aber zuerst zu den Berichten. Falls ihr das nämlich nicht mitbekommen habt, Sony und Disney haben die letzten Auftritte von Spider-Man im MCU ja gemeinsam gestaltet. Und mit gemeinsam meine ich, dass 95% der Kohle an Sony ging. Und das ist sehr, sehr wichtig für diese Geschichte. Und zwar nicht mal nur 95% aller Einnahmen, sondern 95% des First Dollar Revenue. Das ist besonders wichtig, denn ja, Spider-Man Far From Home hat die 1 Milliarde geknackt, aber eben nicht am ersten Tag. Und First Dollar Revenue, was alles ist, was Disney davon bekommt, ist nur das Geld am allerersten Tag. Disney hat also Sony mit der Integration und den Nutzungsrechten der MCU-Helden geholfen, Spider-Man Far From Home zum Beispiel zum erfolgreichsten Spider-Man-Film aller Zeiten zu machen und damit die Phase 3 beenden lassen, weshalb natürlich viele nach Avengers Endgame auch da rein wollten. Davon hatte Disney aber nur 5% des ersten Tageseinkommens, das sich zugegeben immer noch fast 2 Millionen Dollar beläuft, aber in Hollywood-Terms ist das natürlich gerade auf Marvels Filmliste sehr, sehr wenig Geld. Der Film hat insgesamt 160 Millionen in der Produktion gekostet und wo Marvel Studios zugegeben nicht viel davon gezahlt hat, haben sie sicher einiges investiert, allein an Budget der Angestellten dort, die Planung vorher, die Story und so weiter und so weiter. Jedenfalls kamen nun die Verhandlungen für die weiteren Phasen zum Erliegen, weil Disney gerne 50-50 bei den kommenden Sony Spider-Man-Filmen machen würde und Sony weiterhin das aktuelle Modell beibehalten will. Verständlicherweise, denn nur 5% am ersten Tag abgeben und alles andere Geld über die komplette Zeit sich selber in die Tasche stecken, ist ein wirklich guter Deal. Und nach einiger Zeit der Verhandlungen hat Disney sich da jetzt vom Verhandlungstisch zurückgezogen. Und das ist völlig normal. Wenn man sich nicht entgegenkommt und nichts passiert, wozu soll man dann weiter verhandeln, wenn keine Verhandlungsbasis da ist? Und es ist ebenfalls völlig normal, dass eine Seite der beiden jetzt mit sogenannten Leaks und darauf folgenden, gleich direkt folgenden Statements auf die andere Seite Druck machen will, um etwas Bewegung reinzubringen. Und das kam in diesem Fall sehr wahrscheinlich komplett von Sony, die ebenfalls offiziell nach den Leaks nochmal beteuerten, dass das alles Marvels Schuld ist, weil die mehr Geld haben wollen. Die Hoffnung ist wohl, dass der Druck der Öffentlichkeit Disney erneut zum Wanken und Einlenken bringt, was zugegeben vermutlich eher Disneys Plan war. Die gehen dann wahrscheinlich auf 80-20, 75-25, irgendwie sowas und holen eben so viel raus wie geht. Interessant übrigens auch, momentan ist der Plan ein bisschen nach hinten losgegangen, denn der Druck öffentlich geht nicht gegen Disney, sondern gegen Sony. Und es ist nicht, hey Disney, warum wollt ihr mehr Geld, sondern hey Sony, warum wollt ihr nicht mehr Geld abgeben? Und der nächste Spider-Man-Film steht ja auch frühestens in Phase 5 an. Das wäre also allerfrühestens 2022. Und ich erinnere daran, als Spider-Man in das MCU gekommen ist, auch damals gab es nämlich schon Leaks, die sicherlich die Verhandlungen etwas vorangebracht haben, nachdem die Öffentlichkeit sehr energisch reagiert. Man sagt ja sogar, dass Civil War absichtlich so gedreht wurde, dass alle Spider-Man-Szenen hätten entfernt werden können, ohne der Story irgendwie zu schaden. Und es stimmt, irgendwie passt es. Spidey klaut den Schild und hat seinen Auftritt. 5 Minuten später ist der Schild wieder bei Cap. Er kämpft gegen Falcon und Bucky und ist dann nach der Szene wieder raus aus dem Kampf. Er kämpft alleine gegen Cap. Wer hätte es gedacht? Cap geht zurück, um mit anderen Leuten zu kämpfen und Spider-Man ist allein. Am Ende hat er Scott umgehauen, klar. Das hätte aber auch irgendwer machen können und danach geht er K.O. nach Hause und beeinflusst die Story nicht weiter. Das wurde, wie es zumindest für mich aussieht, absichtlich so konstruiert, dass man eben im Fall eines gescheiterten ersten Deals noch Änderungen last minute machen könnte und Spider-Man komplett aus dem Film nehmen könnte. Selbes Spiel mit dem Disney-Fox-Deal, da habe ich aufgehört zu zählen, wie oft die Verhandlungen zum Erliegen kamen und der Deal abgesagt wurde und gesagt wurde, dass die X-Men niemals ins MCU kommen. Und war Guardians of the Galaxy 3 nicht letztes Jahr auch komplett abgesagt, weil Disney ja nie wieder James Gunn anstellen würde und Chris Hemsworth würde ja auch nie noch einen Thor-Film machen und dann kam plötzlich Thor 3. Natalie Portman, augenscheinlich auch übelster Hass auf Marvel und Disney
und jetzt Thor Love and Thunder. Und genau das sind alles erstmal eben keine wirklichen Fakten. Das, was wir jetzt gerade sehen, ist ein 1A-Marketing-Move von Disney oder Sony, um jeweils das Gegenüber unter Druck zu setzen. Die Verhandlungen mögen aktuell erstmal pausiert sein, ja. Das bedeutet aber nicht, dass Spider-Man aus dem MCU fliegt. Das bedeutet nur, sollte Disney kein weiteres Interesse an weiteren Verhandlungen haben, was sie haben, denn sie wollen ja alle Marvel-Rechte bei ihnen haben, warum glaubt ihr, haben sie so viel Kohle für Fox ausgegeben, würde es keinen weiteren Spider-Man-Film geben. Klar. Lasst euch aber nicht zu sehr aus dem Konzept bringen. So funktionieren Hollywood-Verhandlungen nun mal und wenn wir an zum Beispiel Deadpool denken, hat schon so mancher Leak dem Ganzen eben doch nochmal ein bisschen Feuer unterm Arsch gemacht. Also, wenn ihr eine Headline seht, die euren Lieblingshelden irgendwie negativ betrifft, schaut euch den ganzen Artikel an, denkt dran, was die Geschichte uns gelehrt hat und realisiert, dass in der Filmbranche nichts in Stein gemeißelt ist. Schon gar nicht, wenn in dem Fall Sony damit wirklich richtig viel Kohle macht und ansonsten keine Kohle machen würde. Denn von der Seite muss man es wirklich auch sehen und das tun die meisten momentan auch. Disney will mehr Geld, klar, aber Sony will auch weniger Geld abgeben. Und Sony hat sich mit diesem Deal dumm und dämlich verdient, also wartet ab. Der Deal wird noch angepasst und irgendwann in den kommenden 3 Jahren sehen wir dann das Ergebnis mit Spider-Man 3. Es wird schon alles seinen Grund haben, weshalb kaum ein Film oder Serie wirklich die Story nach Far From Home aufgreift und alle kommenden Filme in Phase 4 in anderen Zeiten oder auf anderen Welten spielen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hier sind 2 weitere Spider-Man-Videos in irgendeiner Art und Weise. Ich mache sehr viel Marvel-Content für alle, die neu auf dem Kanal sind. Hier könnt ihr abonnieren. Macht gerne die Glocke an, dann verpasst ihr auch kein Video und wir sehen uns dann das nächste Mal. Rinjahauen.